Was geht ab, liebe Fitnessfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang nichts mehr gevloggt und jetzt geht's wieder weiter. Ich muss sagen, was die Massephase angeht, ich bin ja im Endspurt, nur bis Ende des Jahres geht. Und deshalb fange ich an mit meinem Masse-Shake heute Morgen. Ich trinke immer einen morgens und einen kurz vorm Schlafen gehen. Also eins, was heißt morgens? Direkt sagen wir mal aufstehen. Direkt nach dem Aufstehen einen direkt vor dem Schlafen gehen. Und das sind insgesamt 1600 Kalorien. Und das gebe ich mir jetzt, dann geht's zu Tapia und dann haben wir einen Überraschungsgast. Wen meinst du? Dieser Junge aus Österreich, ich glaube er heißt Berko, Manuel Berko. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ja, sorry, tut mir leid Leute, also Manuel konnte leider nicht kommen, ist sehr schade, aber Habt ihr noch Eier? Ja, halt die Im nächsten Video dann vielleicht. Ich habe hier von Tapia was zu essen bekommen. Dankeschön. Was ist das? Pancakes. Mini-Pancakes. Guck mal. Das ist süß. Wie so ein Lappen, ey. mit Babybrei sogar. Sag mal, ist fresh, Digga. Aber sie riechen schon gut. Check mal die Gläser von Tapia ab. Das. Wenn man so die größten Autos fährt, die größten Gläser nimmt, ist so Minderwertigkeitskomplex. Mein Freund, was ist klein bei dir? Nein. Cool. Geh nach vorne. Halt einfach dein Maul. Do you guys even lift? Do you even lift? Digga? Do you even small Hallo? Lift er euch weg? So, wir fahren jetzt zum Training und die haben mich jetzt alleine gelassen. Die Mongos. Aber vorher gehen wir nochmal zu mir Booster trinken. Und es ist richtig warm draußen. Was geht, Fitnessfreunde von Oscar? Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen, wie sagt man? Ich habe es gejabbert, seine Kamera gejabbert. Der gute Mann holt jetzt seinen Booster für uns. Mhm. Und ja, wir lieben ihn sehr. Ja. Lieben wir ihn? Ja. Oscar, wir. Ja. Er ist ziemlich menschlich. Arne überlegt noch, aber es ist ja. doch. Much love, my friend. Wenn du das siehst, wir lieben dich, wir lieben Humanity. Und ab nächste Woche haben wir unsere eigene Fitnessmarke. Ja. Also fuck you. Yo, Fitnessfreunde, der neue Crank ist draußen. Zweite Version. Also die anderen Channels müsst ihr nicht angucken, weil es kommt sowieso überall das Gleiche. Ja. Ich habe euch gerade Shoutout gegeben. Oh, vielen Dank. Ist schon fest, ne? Ist nur gestern. Ja. Ist alles gesund. Ist super gesund. Wie viel willst du? Mikros. Okay. Ich glaube, ich bleib mal bei einem heute. Wo ist dein Bett? Wie viel braucht man? Wie viel braucht man damit? Sorry. Ja, empfohlen ist einer. Ich brauche 8. Empfohlen sind 8. Ich bin ab jetzt nicht mehr natural. Ich habe mein Gerstengras heute vergessen zu trinken. Verdammt. Welche Cam ist das? Weiß nicht, wie gehört die? Ah, Oscar, oder? Ah, Oscar, was geht? Was klar, fitness Freunde. Hallo, Oscars Abonnenten. Kommt zu uns. So, wir waren gerade trainieren. Jetzt gehen wir noch auf eine Weihnachtsfeier. Hier haben wir Arne. Ihr seht bestimmt nichts. Nix, aber... Da vorne ist Manuel und Bräugen. Fitness Freunde. Und Kniep Eugen. Ah, ja. Wo bist du denn Falafel, jetzt? Dönerbox. Dönem. Dönem oder Lachmannschuh. Ja, aber wir können nicht mit, wir haben keinen Platz. Das ist das Problem. Oh, okay, zwei Dönem. Ja, alles klar. Für Mr. Fetzer. Wir fahren jetzt frühstücken bei New Saigon. Gestern war noch eine geile Party. Aber haben wir nicht gefilmt. Aber ist mir egal. New Saigon, ich habe zu mitnehmen, weil ich nicht so Hunger habe. Den Rest werde ich einfach mitnehmen. Ich habe einen Ingwer-Pfefferminztee, der ist hier richtig geil. Neulich erst entdeckt. Und ein paar andere. Das sieht gut aus. Wow. Vielleicht, gönn ich mir. Daniel ist auch am Start. Beppo, kannst du mir Löffel geben? Nein. Tapia, Bräugen. Kniebeugen. Kniebeugen, Digga. Fuck you. Kniebeugen. Ja, das ist Kniebeugen, Digga. Ich bin so motiviert.
take my eyes off you. I'm about to lose my common sense. The moment when you showed up, then I knew. Oh my, here we go again. Are you coming back to my life after all we said and done? Are you coming back to my life? I thought that. Wisst ihr, was da drin war? Ich war ziemlich erstaunt. Ja, ich dachte so, hä? Er wusste nichts davon. Ja, er hat sich einfach einen Humanity Tank bestellt mit dem Armband, das man ja dazu. Selbst bezahlt, ohne Rabattcode. Ja. War es dir zu teuer? Hä? Nein, eigentlich nicht. Das ist schwer zu beurteilen, weil ich da halt mit anderen Emotionen rangehe. Ne? Ja. Das erste, was ich gemacht habe, die Seite rausgekommen ist, habe direkt bestellt. Visa-Karte raus und Attacke, weil ich gedacht habe, Support an mein Freund. Danke. Und Rabattcode. Krass, wo sind eure? Ja, ich hab's auf Österreich bestellt, Digga. Das dauert. Als ich das Österreich. Gesehen hab vorher. Ja. Vielleicht ist es da, ich weiß nicht. Warum? Warum macht ihr das mal? Wir sagen meine Bros, müsst ihr jetzt angekommen sein. Ich schick's eh wieder zurück. Das ist nicht einstudiert. Jetzt wollte ich nicht, dass ihr denkt, wir wollen nicht verarschen. Also ich hab's Oscar weder erzählt. Es steht doch da drauf, genau. Zeig das mal. Noch hat's mich irgendwie aufgrund meisten. Oh, was war das? Sticker. Aufgrund irgendwelcher Werbezwecke. Jetzt, oh, guck mal, hier kann man, die jetzt kann zeigen. Man wirklich ein bisschen Werbung machen. Das war noch mit drin. Zwei sexy Aufkleber, die ich auf jeden Fall benutzen werde. Ich hab die auf meinen Koffer gepackt. Ein Reisekoffer. Ja, jeder kriegt eine persönliche Nachricht. Ne? Das ist schön, weil das ist gut zu wissen. Wir halt jeden Kunden so individuell behandeln und motivieren. Das ist schön. Sport zum Start, mein Freund. Ich war auch eigentlich für kein Video geplant. Ich wollte es, wie gesagt, eigentlich nur ordern für mich und ja, Oscar damit unterstützen. Weil wir einfach das, ja, die Mindset dahinter feiern und ich die Qualität ja schon durch das Schwarze kenne. Vielen Dank, Mann. Und nicht, dass ihr denkt, wir gehen gar nicht auf euch ein oder so. Also wir lesen uns wirklich das ganze Feedback durch und sprechen viel darüber. Ich habe echt auch gesehen, dass die Produktion in China gar nicht menschlich sein kann. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht da war. Aber darauf wollen wir reagieren und werden ab sofort nicht mehr in China produzieren, sondern in der Türkei. Und da werden wahrscheinlich auch einige sagen, Türkei ist genauso bescheuert, du Arschloch. Ja. Aber ich hoffe, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und danke für das Feedback auf jeden Fall.